Nein, ich wollte da was hinsetzen, bevor die Viecher kommen. Oh Gott, was ist denn hier unten los? Ja, das ist es dann, wenn man dann halt sich freut, ne? So, ha, 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 ha. Okay. Okay. Oh, ja, dann schießt euch mal gegenseitig tot. Okay. Okay. Wow. Was baue ich denn hier? Oh Gott, die kommen da hinten auch noch raus. Oh Gott, okay, es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Gar nicht viele Viecher. Nein. Stört uns nicht. Das stört nicht. Nein. Nein, das stört nicht. Gott, die sind mir von da oben runtergefallen. Aua. So. Die hätte ich schon mal erwischt. Oh, ja, dann schießt euch gegenseitig tot. Oh, das. Oh Gott, da ist auch wirklich Lava drunter. Oh, ja! Sieht nach Freude aus. Aua! Das macht doch Spaß. Das macht Spaß. Das bringt Freude. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Was ist hinten los? Oh Gott. Okay, hier hinten sehen sie uns nicht. Ich esse mal schnell wieder ein paar Arme. Für die Armen. Meine armen Nerven, man eben bei bemerkt. Was ist denn das? Das ist eine super Idee hier unten für einen Dungeon. Eine Hammer-Idee übrigens. Finde ich richtig klasse. Allerdings auch sehr tödlich. Well. Geh weg, lass mich in Ruhe. Oh Gott, jetzt auch noch ein Zug. Mein Gott, das sind Züge, Honey. Züge. Verstehst du? Züge. Licht. So, jetzt brauchen wir Licht. Ja, das wäre doch mal was. Da haben wir wieder diese Musik, bei der man reden möchte, als wäre dies ein Kinderbuch. So, du gehst jetzt mit. Nein. Kann ich den nicht einfach mal irgendwie so da reinschießen? Gott, die Herren da drüben, die sehen mir auch nicht so gesellig aus. Oh, zu hoch. Oh, nicht gespannt genug. Und drauf. Und drauf. Und drauf. Das sind auch noch welche von oben runtergefallen, nicht wahr? Oh, dann schießt euch mal gegenseitig in den Tod. Nein, 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 nein. Ich muss da nach oben. Ich mache erstmal alles safe hier, Kinders. Ja, ja, erstmal alles safe machen. Gut, es geht. Gott. Ich habe ganz viele Skelette. Spaß. Ohne Ende. Ah, nee, 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 nee. Sie haben einen Weg nach draußen gefunden. Sie sind intelligent. Intelligente Spinnen. Nein. Oh Gott, das sind auch noch welche. Wollt mich doch wohl veralbern, oder? Nein, wollen sie nicht. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das ganz ernst gemeint ist. Oh, verdammt. Ja, kommt doch her, wenn ihr meint. Nein, 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 nein. Ja, super. Das macht Spaß. So finde ich das gut. Ah! Nein, 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 nein. Putschi, 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 spinni, spinni, spinni. Na toll. Na toll, jetzt haben die auch noch gerafft, wie man da rauskommt. Ja, ist ja gut. Deine Mutter. Nee, nicht hier über meinen Kopf. Ich will nur an die Wolle da oben, Junge. Alter, sind die aggressiv. Nein, 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 nein. Genau, macht euch gegenseitig kalt. Die Spinne sitzt jetzt voll freudiger Erwartung da drüben. Oh Gott, wie viele sind da jetzt gerade gespawnt? Oh Gott. Das Skelett und die Spinne, die mögen sich irgendwie. Romeo, oh mein Romeo. Jetzt geht ihr da rein und gibt da Fettprügel dem Skelett auf die Fresse. Fällt der Daumen hoch. Oh, Gott sei Dank. Ach nein, nein, ach nein. Ach, Kinas, das ist doch nicht mehr witzig. Ach, komm schon, das ist doch schon, das ist doch schon, das ist doch nicht mehr lustig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, fast. Fast, jetzt muss ich nur noch hier in der Ecke bleiben. Oh Gott, da oben sind auch noch welche. Ha! Geschafft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, guckt euch die ganze Wolle da unten, die man daraus machen kann.
Warte, was ist denn oben runtergefallen? Ich mach erstmal alles zu hier. Oh, also ich hab's... Sag mal, geht's noch? Hier wird nicht auf mich geschossen. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Ist zwar nicht formschön, was ich hier angestellt... Au! Was ich hier gemacht habe, aber... Aua! Aua, Mr. Skelett. Das hat weh getan. Aua, sie tun mir weh. Och, du heilige Kanüle. Von wer denn jetzt auf einmal her? Ist von oben runtergekommen, oder? Da oben ist ja auch noch... Oh Gott, da könnten auch Spinnen runter... Au. Ach du Schande. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Jetzt bin ich ein klein wenig überfragt, wie ich das dann schaffe. Dass ich dass ich da nicht reingefallen bin. So, jetzt erstmal was essen. Ganz ruhig, ist nicht... Genau, da fallen lustig munter Skelette runter. Habe ich kein Problem mit. Stimmt mir nicht. Aua, das hat nur ein bisschen wehgetan. Wieso, vor allen Dingen, wieso kommen die jetzt? Ich habe vorhin welche runterfallen können. Wieso jetzt? Na, ist ja toll. Ich kann doch noch fliegen. Ach du Schande. Au. Ich bin doch die ganze Zeit nicht heruntergefallen. Warum? Oh, verdammt, jetzt habe ich mir das vor die Nase gebaut. Das wollte ich doch gar nicht. Warum? Oh, die bleiben jetzt mal hier da drauf bleiben dann. Einfach nur, damit ich da keinen auf den Kopf kriege. Oh. Ja, das macht mir dieses Geräusch oder so. Das stört mich gar nicht. Also, dass das hier immer so klingt, als würde es mir gleich, ne? Und so, ne? Versteht ihr? Stört auch so gar nicht. Gott. Oh. Das reicht. So, jetzt müsste ich ja nach drüben kommen, ohne Probleme, hoffe ich. Hoffe ich. Naja, ich habe jetzt noch viel Platz gelassen, damit da noch 1000 Skeletons raus können. Aha, da kommt auch schon einer. Ha! Ha! So, jetzt können die auf jeden Fall mir nicht mehr da so rauslaufen, einfach. Okay, okay, gut. Ich habe mich gerade konzentriert und das hat funktioniert. Ich hoffe, ich war nicht zu leise und ich habe aber in der Zwischenzeit hätte ich auch viel mehr reden können. Ihr kennt das ja, ich kann ja viel reden, wenn ich will. Ich meine, Frauen können ja sowieso prinzipiell alle viel reden. Das ist überhaupt kein Problem. Sie sind da auch ganz multitasking-fähig in der Hinsicht, dass sie dann gleichzeitig Dinge tun können und reden. Das ist unglaublich nervig für ihre Freunde. Oh mein Gott, pinke Wolle. Und nämlich von der Magenta-Wolle jetzt ganz extrem viel mit. La 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 la. Ich möchte jetzt eigentlich auch gar nicht gerne hier irgendwie noch sonst in den nächsten Dungeon gehen. Ich möchte jetzt danach erstmal wieder eine Pause machen. Aber es ist ja schön, dass wir jetzt erstmal schon mal in diesem sehr interessanten und interessant gelösten Dungeon so viele interessante Dinge gefunden haben. Was soll ich denn da gerade alles auf? Eigentlich möchte ich gar nicht. Ich würde lieber... Nein, das möchte ich eigentlich auch nicht. Eigentlich interessieren mich mehr die Knochen. Die sind ja viel interessanter als diese dämlichen ganzen Spinnen jetzt sein. Und ich möchte jetzt eigentlich genug raus hier. Ah, Mami. Das Dungeon war nicht nett zu mir. Und mein Diamantschwert ist fast kaputt. So, jetzt fehlt hier nur so eine Zombie-Armee, die mir entgegen... Ein Enderman. Muss das denn sein? Herr Enderman, was machen Sie denn da? Warum teleportieren Sie sich? Wehe, Sie klauen mir eine Schatztruhe. Klauen Enderman Schatztruhen? Ich weiß es nicht. So, wir haben jetzt Bücher, nicht wahr? Ja, habe ich mitgenommen. Sehr gut. Hier unten ist schön. Das ist eine interessante Basis. Kann man die irgendwie anbinden an die U-Bahn? Wenn wir nämlich jetzt schon die ganze Zeit lang diese Schienen dort gesehen haben, diese Schienen... Ob das dann irgendwie möglich ist, die mit dem Schienensystem zu verbinden, weil wir hier drin waren ja Schienen. Wozu eigentlich? Nochmal mehr Bücher. Naja, ich gehe erstmal raus, bevor ich in Dungeon 4 gehe. Ha, ich hoffe, die Sonne ist gerade aufgegangen und geht nicht gerade unter. Sonst haben wir da draußen auch nochmal so richtig viel Spaß. Ja, ja. Ja, ja, nee. Ja, ja. Gehen wir mal hoch. Oh Gott, das war vielleicht was. Aber dieses Dungeon war sehr, sehr, sehr kreativ gestaltet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das war richtig... Oh, die Sonne geht gerade unter. Uah, raus! Lauf, 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 Honey, lauf! Lauf!
Ehe die ersten Viecher spawnen. Das tun sie wahrscheinlich schon jetzt. Oh Gott, ich falle einfach mal hier runter. Oh, solange ich nicht in die Lava falle, ist ja alles hier in Ordnung, Mann. La, 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 la. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Also ich muss sagen, es hat Spaß gemacht. Das war ein sehr interessantes Dungeon von dem Konzept her. Viel gefiel mir super. Gefiel mir wirklich super. Na, 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 was hat Chrissy nochmal hier drin? Ah, sonst keine Waffen. Hm. Vielleicht finde ich ja bald welche oder so. Das weiß man ja nicht. Hallo. Hallo, 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 hallo. Noch sechs? Okay, gut. Dann sollte ich dann mal schnell zu schlafen. Zu Bette gehen. Okay, okay, okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.